Hallo zusammen, guten Morgen, hallo wach. Aus gegebenem Anlass mal ein Schnellfilm zum Nasdaq, weil der tanzt auf dem Vulkan und vor euch liegt der Tageschart unvorbereitet. Ich komme gleich hier rein mit dem vorbereiteten Chart. Natürlich ist das eine Abwärtsbewegung, klar, aber diese Kerze, die sieht so, ja, wie soll ich sagen, eigentlich relativ harmlos aus auf den ersten Blick. Aber ich zeige euch mal die 10 Minuten. Das geht dann hier so irgendwann, das ist der ganze Vormittag, das geht dann so hier los. Da sind wir so um 15.10 Uhr. Mal ordentlich runter, dann eine überschießende V-Formation. Über alles hier drüber, bleibt lediglich hier hinten so ein bisschen hängen. Ja? Aber schießt über alles, was wir gestern Abend hatten und auch heute Vormittag drüber. Um dann fast alles wieder abzugeben und hier zu schließen. Das ist nicht tagestief, aber... Das ist Tagestief war 17.725 heute zu Beginn des Handels, 16 Uhr deutsche Zeit. Aber das ist schon heftig. Und jetzt gehe ich mal auf den Tag mit den vorbereiteten Linien. Das wird es mal ein bisschen besser sehen. Also, den hier mache ich mal ein bisschen größer, dass ihr den dicker seht. Das ist ein Aufwärtstrend, den lasse ich sogar gelten. Und mit dem fangen wir mal an. Von der Oktoberbewegung, da war der Freund bei 14.000, hat er sich über das Zwischentief am 19.04. diesen Jahres jetzt hier mal ziemlich genau drauf aufgesetzt. Ich bin ja nicht so ein Freund von diesen Linien. Ich mache das deswegen aber, weil wir haben hier drei Bestätigungen. Ja, das ist, Moment, das ist es klar, 1, 2, 3, 4. Das sind nur ganz wenig Punkte und der auch, lasse ich eigentlich auch gelten. Und heute sind wir mal kurz drunter. Deswegen lasse die gelten. Je mehr Berührungspunkte diese Linien haben, umso besser. So, jetzt passieren aber hier ein paar Dinge. Die Bänder gehen auf, für einen Index auch ziemlich stark sogar. Nach oben, nach unten. Wir schließen unterhalb des unteren Bandes. Das ist grundsätzlich auch negativ. Wir haben dieses Unterstützungsniveau, das hatte ich vor zwei Wochen mal angesprochen, haben wir aber mit wirklich Schmackes unterboten. Gleichzeitig 20-Tage-Linie. Fett unterboten, wir waren, das war am 17.07. Dann bastelt er hier ein bisschen rum, schafft es aber nicht mehr über die 20-Tage-Linie. Und dann knallt er einfach weiter runter. Dieses Niveau jetzt hier ist das 50er-Retracement von dieser Bewegung von April bis zum All-Time-High. Hi, sind wir also ziemlich genau dran gekommen, verbindet sich mit diesem Aufwärtstrend und den Unterstützungen, die hier hinten kommen, als wir hier ausgebrochen sind, den ehemaligen Alltime Highs. Das ist also schon eine, sagen wir mal, viel beachtete Marke. Wenn das morgen nicht halten sollte, also morgen am Freitag nicht halten sollte, ist das nächste, was ich jetzt hier habe vom Chart, das kommt von hier hinten her, das waren auch mal ehemals Alltime Highs, hier das 61er. Und kurz hinter dem 61er, und zwar hier bei 18.208, also es sind gerade mal 200 Punkte, das ist ja momentan beim Nasdaq nicht viel, liegt das 38er Retracement von der Oktoberbewegung von hier. Das ist genau da. Das heißt, grundsätzlich, auch wenn den einen oder anderen die Geschwindigkeit vielleicht stören wird, ist es nach wie vor ein gesundes Ausatmen. Das ist eine 1A-Konsolidierung, sehr korrektiv, sehr schnell, sehr dynamisch und ein Eldorado für Daytrader, wenn sie es schaffen, da mal 6 Stunden oder 8 Stunden nicht aufs Klo zu müssen, weil da musst du wirklich vom Bildschirm bleiben, so schnell ist das Ding. Vor allem diese V-Bewegung, die war ja wirklich heftig, aber da darf man nicht irgendwie mal einen Hund Gassi führen oder so, das kann schief gehen. Also für mich sind diese beiden Niveaus hier, das ist hier so 18.000, sagen wir mal, da muss man schon ein bisschen großzügiger sein, 800 bis 870 und hier unten die 18.423 sind für mich wichtige Marken. Wir haben aber nicht den Hauch einer Stabilisierung, woher auch, über das MACD. Traditionelle Sichtweise war hier negativ, moderne Sichtweise ist weiter negativ. Stochastik hat mal versucht, ein bisschen hochzudrehen, aber das war auch ein ziemlicher Verrecker. Und auch hier keinerlei Stabilisierung. Man muss dennoch bei solchen Märkten, genau wie heute, also dann von 18.725 hoch ist auf, was war denn das, 19.200, 19.000, irgendwo da, mit solchen Gegenbewegungen muss man rechnen und die sind schnell. Aber grundsätzlich
Ist es alles noch in Ordnung? Dennoch rechne ich damit, wie habe ich das neulich ausgedrückt, da würden mal bei den großen Werten, die den Markt auch hochgezogen haben, einfach mal die Chips vom Tisch genommen. So sehe ich das nach wie vor. Der Standpur, der hat ja auch nicht so viel gemacht. Der hat ein halbes Prozent verloren. Das ist relativ wenig. Ich behaupte nach wie vor, da werden bei den Nvidias, Alphabets, Microsoft, wie sie da heißen, einfach mal Gewinne mitgenommen. Und die werden umverteilt in die breiteren Märkte, in den dritte oder vierte Reihe Aktien. Ich habe euch diese Scheine hier mitgebracht. Und zwar, schauen, hier. Der 18.022er Call, der liegt hier. Ziemlich genau da. Unter dieser Unterstützung, was ich eben sagte, was das 38er Retracement ist von der Oktoberbewegung. Und dann habe ich noch einen, der ist ein bisschen weiter weg, 17.508. Da sind wir unter der 200-Tage-Linie, die nach wie vor ansteigt. Und ja, ich habe schon Leute sagen hören, das ist das Ziel für die nächsten 4 Wochen. Ich will es nicht ausschließen. Ja, hängt viel davon ab, ob dieser von mir jetzt doch stärker beachtete Bereich aber hält oder nicht. Von dem Putz bin ich nicht hinter das All-Time-High gegangen. Das wäre mir einfach zu weit weg. Dann bin ich irgendwie beim Hebel von 8. Das wäre mir zu langweilig. Da bin ich hinter die 20-Tage-Linie gegangen mit diesem Put hier. Da war Goldman besser als die UBS, deswegen nenne ich nur den Goldman-Schein. Also es bleibt super spannend. Es ist, ich finde, nach wie vor ein Eldorado für Daytrader. Und da muss man aber höllisch aufpassen. Und man muss richtig, richtig schnell sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und Wettbewerb heute. Bye bye.